Hallo, meine liebe Waage. Freut mich, dass du hier bist. Ich grüße dich und willkommen zu deiner Monatslegung für den Juni 2024. Schauen wir mal rein, was uns die Karten da so mitteilen wollen für dich, was da wichtig wird. Du bedenkst, dass die Legung wie immer allgemein ist, Waage, und nicht unbedingt auf alle zutreffen muss, aber ihr werdet das im Laufe der Zeit merken, spüren, vielleicht ja auch jetzt schon, ob das eure Legung sein kann. Wir gucken uns erstmal eine Botschaft vorab an für den Juni 2024. Waage, was gibt es da zu sagen? Im Juni. Frei und unterwegs. Jawohl. Freiheit und unterwegs sein. Sich befreien und weg. Du wirst dich vielleicht Dingen hingeben, die du gerne machst. Du wirst die Freiheit genießen. Du wirst viel unterwegs sein. Ja, der Juni ist ja auch der schöne Sommermonat. Also da fängt der Sommer ja erst richtig an. So langsam. Und dann wird man auch viel unterwegs sein. Sich ins Getümmel stürzen. Vielleicht fährst du ja auch weg, ne? Ja, du machst das, was dir Spaß macht. Ich lese dir mal den Spruch aus dem Buch vor, bevor wir hier reinstarten. Frei und unterwegs. Besser kann es kaum kommen. Fest und unerschütterlich vertrauen Sie darauf, dass der äußere Anschein überhaupt nichts bedeutet und dass Sie sich selbst der alleinige Kapitän Ihres Schiffes sind. Sie bestimmen den Kurs und unsichtbare Kräfte hören auf ihr Kommando. Siehst du ja, du bestimmst den Kurs, du bestimmst, wo es lang geht, du bist frei und unterwegs, du machst das, worauf du Lust hast, egal was andere sagen, egal was andere denken, einfach spontan sein und los. Schauen wir mal. Waage. Juni. Was kommt da auf Waage zu? Die Rose, die Karten, Waage, oh, die wollen ja rausgeschossen kommen, die Seifenblase, Mensch, die Sektflasche, Waage, oh, der Herr. Was passiert denn hier, Waage? Was kommt hier? Was passiert hier? Hoppala. Die Bank. Oh, Gewitter. So, zwei noch. Was passiert hier, Waage? Was kommt? Oh, sag mal. Maske. Und die Würfel. Gut, Waage, ich lasse das mal ganz kurz wirken und dann geht's los. So, also hier geht's schon mal mit der Beflügelung los. Die Rose, das ist Romantik, Beflügelung, Leidenschaft. Leidenschaftliches Gefühl. Es kann sein, dass ihr ein leidenschaftliches Gefühl zu einer Person empfindet. Oder es ist einfach eine Situation, die eure Leidenschaft erweckt, ne? Wo man sich auch gerne reinstürzt. Hier kann Sinnlichkeit und Erotik im Spiel sein. Die Karten deutet auf die nähere Zukunft hin, beziehungsweise auf die Gegenwart, wie es ist. Es kann aber auch sein, dass jemand oder man die Karten verdeckt hält, ne? Man hat da romantische Gefühle für eine Person und das Ganze wird verdeckt gehalten. Also man gibt etwas nicht preis, man gibt das nicht preis oder jemand hält das Ganze verdeckt. Die Seifenblase, das ist die Illusion. Das ist die Seifenblase, wo man drinne steckt, ne? Das sind so Träumereien, Illusionen und auch Ängste natürlich, dass die Illusion zerplatzen kann. Ne? Man macht sich vielleicht auch wirklich Träume, Gedanken und hat Angst, dass das einfach wirklich nur eine Illusion ist. Es kann so sein, man weiß nicht genau, wie entfaltet sich das Ganze jetzt in der Gegenwart, in der näheren Zukunft, jetzt in absehbarer Zeit. Bleibt das eine Blase oder wird das Realität werden? Mensch, wir gucken mal, womit das hier was zu tun hat. Die Rosekarten und Seifenblase. Worum geht's denn hier? Worum geht's? Der Eremit und die drei der Kelche. Ja, der Eremit, das ist Jungfrauenergie. Das ist eine Innenschau, das ist eine Betrachtung, das ist eine
analysierende Energie, man schaut sich das Ganze an. Rückzug ist das. Das ist der innerliche Zustand, ne? Sich seine Gefühlswelt anschauen, aber das Ganze nicht so nach außen bringen. Vielleicht geht es auch um eine Jungfrau, muss aber nicht unbedingt sein. Dann haben wir die Drei der Kelche, ne? Die Feierkarte. Kann auch für eine Dreierkonstellation stehen in einigen Fällen von euch. Vielleicht erkundet man erstmal noch, gibt es da noch eine dritte Person? Ne? Gibt es da noch eine weitere Person? Oder wie ist die Person drauf? Ist die Person flirty drauf? Ist sie jetzt nur bei mir so? Oder ist sie auch bei anderen Personen so? Man versucht auch zu erforschen, ob man das Ganze teilen kann. Ob es in die Freude geht, ne? Zusammenkunft. Es kann natürlich sein, dass man ja, diese Person da trifft, öfters trifft oder auch bei irgendeiner Feier oder sowas oder auch wo mehrere Menschen sind und dass man das Ganze dann versucht immer zu analysieren, aber das Ganze nicht nach außen trägt, das Ganze nicht zeigt oder auch eben die Person. Ne? Gucken wir mal, klären wir mal auf, Waage, was ist denn hier los? Oh, das Portal. Die Türöffnung, ja, sich öffnen. Neu, ui. Heieiei. Sommer. Ja, das passt ja. Also, hier kann man sich etwas eröffnen. Hier kann man sich einen Durchgang schaffen. Ne? Jetzt im Sommer, beziehungsweise ist das auch Früchte ernten. Ne? Das ist eine schöne Zeit, das ist eine gute Zeit. Eine wärmende Energie. Das ist so dieses Gefühl, wird es im Sommer Früchte ernten. Wird man sich im Sommer öffnen, wird man diesen Durchgang machen, gemeinsam, alleine, wird jemand sich öffnen dafür. Im Sommer kann sich etwas eröffnen für dich und das kann sich jetzt schon widerspiegeln. Auch die Überlegung, wird das eine schöne Zeit mit den Menschen oder mit den Menschen, wird das eine gute Zeit werden, ne? Wird man sich öffnen? Wenn ich mich öffne, wäre das gut. Was haben wir da im Hintergrund, Waage? 105, 6 Wolken. Unsicher, unklar, unklare Sicht, ne? Ja, weil die Illusion hier noch ist, weil die Blase da einfach noch ist. Man steckt noch in der Blase fest. Unsicher, wird sich das eröffnen? Wird das gut werden? Wird sich jemand öffnen? Jemand ist da unsicher. Jemand kann da auch nicht klar sehen, weil das Ganze natürlich mal wieder nicht freigesetzt wird, ne? Innenschau, Rückzug, in sich gehen und nicht wirklich viel preisgeben. Wir gucken jetzt mal weiter. Jetzt wird es hier interessant. Die Sektflasche her und Bank. So, oh, das kann ein Treffen sein mit einem bestimmten Mann. Wenn ihr als Mann zuschaut, dann seid ihr das hier. So, Feierlichkeit. Begießen, Freude, die Korken knallen lassen. Vielleicht steht so ein Treffen an oder es kommt wirklich zu diesem Treffen. Ne? Jetzt nicht unbedingt, dass man wirklich zusammen feiert. Das ist dieses Gefühl, so... Kann ich das feiern? Das ist ein emotionales Gefühl von Feier, innerliche Feier, Freude, da explodiert innerlich was. Die Bank besagt ein Treffen. Die Bank zeigt eine Begegnung an. Ne? Sich treffen, sich begegnen, entweder zufällig öfter mal oder Verabredung. Ne? Sich mit diesen Menschen verabreden, Begegnung. Gucken wir mal. Worum geht's hier? Die Sektflasche, Herr und Bank, Waage. Worum geht es? Ach, die Sechs der Münzen. Geben und Nehmen und Einklang. Güte. Gegenseitiges Reichen, gegenseitige Stabilitätsreichung. Ne? Überlegen, wie viel gebe ich preis? Wie viel von meiner Sicherheit gebe ich den Menschen ab? Was gebe ich den Menschen? Gebe ich den Menschen überhaupt was? Wie viel gebe ich da hin? Ne? Wie viel gebe ich da rein? Das ist das, was zur Verfügung steht. Ne? Die Überlegung, wie viel Münzen gebe ich davon ab? Ne, wie viel Stabilität vermittle ich den Menschen bei dieser Begegnung, bei den Treffen, bei der zufälligen Begegnung, ne, oder überhaupt nach einem Date fragen zum Beispiel. Klären wir das mal auf. Was ist denn hier los, Waage? Was ist hier los? Oh, ja, die Schnecke. Nee, nee. Oh, okay, wow. Und die Engelsflügel. Waage. Hier ist ein bisschen Geduld gefragt. Jemand ist hier ein bisschen langsam unterwegs. Ich weiß nicht, ob der Mensch hier oder du, weil man sich nicht traut, ne? Langsam unterwegs sein, sich langsam anschleichen. Das besagt aber auch, dass hier etwas schleichend passiert. Hier passiert etwas Geführtes.
was in die richtige Richtung lenkt, aber langsam, ne, Stück, Schritt für Schritt, weil etwas auf Stabilität aufgebaut werden muss. Und man hat natürlich auch den Wunsch, ne, diese Langsamkeit, dieses Schneckentempo, ne, das soll endlich mal Flügel kriegen hier, damit es schneller geht. Im Hintergrund haben wir die 109. Jo, das ist die 10, das ist ja witzig. Das ist die Sense, die hier für Schnelligkeit steht. Eine Plötzlichkeit, ein Cut. Man kann dieses Gefühl plötzlich haben. Naja, es geht schon in die Richtung. Zu langsam, aber irgendwie hat man dann dieses plötzliche, oh, vielleicht platzt die Seifenblase dann oder man kommt da raus und merkt, okay, das ist keine Illusion, ne? Aber es geht einfach nur langsam vorwärts hier. So, gucken wir weiter. Hier haben wir Gewitter, Maske und Würfel. Gewitter kann eine Anspannung sein, das kann etwas Blitzartiges sein, das sind auch Gedanken im Kopf, verwirrende Gedanken. Ne? Und die Maske steht ja für Täuschung, sich eine Maske aufsetzen, etwas vortäuschen, etwas verbergen, etwas vertuschen. Entweder ihr oder ein Mensch verbirgt die Anspannung dahinter. Ne? Kann natürlich sein, dass auf einmal blitzartig jemand da wieder etwas verbirgt oder eine Maske aufsetzt, aus irgendwelchen Gründen. Dann haben wir hier die Würfel, die für eine Chance steht. Eine Chance ergreifen oder aufs volle Risiko zu gehen. Ne? Von wegen, setze ich die Maske ab, jetzt gehe ich aufs Risiko, zeige ich was. Lege ich die Schleier offen. Ergreife ich eine Chance, ergreife ich die Möglichkeit, gehe ich aufs volle Risiko. Oder ordne ich das Ganze nochmal neu an, mische ich nochmal neu. Gucken wir mal, womit hat das hier was zu tun? Waage, Gewitter, Maske und Würfel, was ist hier los? Aha, ja, genau, die Arbeit. Dran arbeiten, ne? Jemand möchte sich erstmal sicher sein, dass sich die Arbeit auch lohnt. Jemand möchte da noch mehr Arbeit reinsetzen. Jemand ist dabei, dran zu arbeiten. Aber setzt immer wieder diese Maske auf, beziehungsweise immer wieder dieses Verbergen und das Ganze kann verborgen gehalten werden, ne? Dass jemand im Hinterhalt daran arbeitet. Entweder du oder eine andere Person. Hier kann es natürlich auch für einige um etwas Berufliches gehen hier, ne? Wo man sich unsicher ist. Berufung oder auch was mit dir selbst zu tun hat, ne? An seiner Berufung oder Stabilität, Sicherheit arbeiten. Nochmal neu anordnen, nochmal weiter feilen an sich oder an dieser Sicherheit, an der Stabilität. Man hängt sich da rein, jemand hängt sich da rein. Klären wir das. Waage, was ist denn hier los? Aha, die Heilerin, ja. Noch eine Karte. Was ist denn hier los in der Situation? Was ist hier los? Oh, der Herr. So, ja, scheint eine Verbindung zu sein. Oder aber ihr seid das hier auch, wenn ihr als Herr zuschaut. Hier muss erstmal etwas noch in Ordnung gebracht werden. Heilung, Ruhe finden, die innerliche Ruhe finden. Weil hier ist jemand sehr angespannt noch. Ne? Das kann auch sein, dass man sehr aufgeregt ist. Wenn die Person auftaucht, wenn die Person da ist. Ne? Man muss erstmal die innere Ruhe finden. Man arbeitet daran. Jemand arbeitet daran. Das Ganze besagt auch hier, ne? Dass der Mann diese Frau als Heilung betrachtet. Ne? Wenn ihr das jetzt seid, es geht um den Menschen. Ne? Das ist so eine Heilung, die hat so heilerische Fähigkeiten auf sein Herz. Das steht auch für Coaching. Also ihr müsst euch gegenseitig coachen, sage ich jetzt mal. Der eine macht den Schritt, dann macht der andere den nächsten Schritt. Sowas, ne? Ihr versteht, was ich meine, glaube ich. So, was haben wir da im Hintergrund? Waage. 93. 12. Eulen. Ja. Aufbruch, Abflug. Unruhe, innerliche Unruhe, ne? Diese innerliche Unruhe erstmal beseitigen. Hier diese Anspannung, Unruhe, ne? Sich erstmal wieder neu ordnen, sich die Maske aufsetzen und sich erstmal wieder neu ordnen müssen. Und das ist natürlich auch die Befreiung, dieser Befreiungsschlag. Ne? Frei und unterwegs, ne? Sich befreien und einfach spontan sein. Waage,
So, gucken wir mal, was noch die Seelen-Orakelkarte sagt. Was haben die denn noch zu sagen hier für den Juni-Waage? Folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemanden aufhalten. Wow. Hier sehen wir auch ein Licht. Das ist auch dieses Kämpferische, sich die Hörner abstoßen, mit dem Kopf durch die Wand. Du sollst deinen Seelenweg folgen. Was will deine Seele? Was heilt deine Seele? Was bringt deiner Seele diese Wärme? Ich lese dir das mal vor. Oh, das ist die 2 hier. Folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemandem aufhalten. Jetzt ist es an der Zeit, den Weg der Seele zu gehen. Lasse dich nicht mehr von negativen Schwingungen im Außen ablenken. All deine geistigen Helfer bekommen nun eine sehr kraftvolle Unterstützung aus der göttlichen Quelle allen Seins, um dich noch besser, schneller und zielgerichteter in die Felder des Glück und Erfüllung führen zu können. Setze den Hirsch als feinstofflichen Weggefährten an die Spitze all deiner energetischen Begleiter und folge ihm. Das ganze Universum unterstützt dich und sendet dir das göttliche Licht der Klarheit sowie eine unumstößliche Entschlossenheit. Verpasse nicht diese. Ja, egal, es hat geklingelt. Wo bin ich denn jetzt? Mensch, jetzt bin ich aus dem Konzept geraten. Verpasse nicht diese hohe Zeit, die dir nun geschenkt wird. Nein. Das ist sowieso nur ein Paket. könnt ihr auch im Briefkasten packen. Licht. Nochmal. Das ganze Universum unterstützt dich und sendet dir das göttliche Licht der Klarheit sowie eine unumstößliche Entschlossenheit. Verpasse nicht diese hohe Zeit, die dir nun geschenkt wird. Öffne all deine Sinne und auch deine Chakras und lasse alles, was jetzt zu dir strömt, durch dich hindurchfließen. Du stehst an einer Schwelle. Für dich beginnt nun ein Pfad, der dich in höhere Dimensionen und in ein erweitertes Bewusstsein führen wird. Nutze jetzt alle Gelegenheiten, die sich dir bieten, um den Weg der Seele, aber auch den Weg der Meisterschaft zu gehen. Das bedeutet für dich, von nun an nie wieder zu urteilen. Freue dich, sei dankbar und bereite dich mit Meditation und einer leichten Ernährung darauf vor. Nimm den Hirsch jeden Moment an deiner Seite und beobachte ihn. Er schenkt dir weise Hinweise. Möglicherweise führt er dich zu einem weltlichen Lehrer oder vielleicht führt er dich zu einem geistigen Lehrer. Beides ist gut. Nimm seine Hinweise an. Nun ist es wichtiger denn je, dass du dich durch nichts aus deiner Mitte bringen lässt. So, dazu gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Verzeiht mir die Verwirrung eben hier. Glaub an deine Stärke, glaub an deine Autorität, glaub an deine Macht, ne? Auch wenn man zum Beispiel aufgeregt ist oder so, ne? Wenn man das Ganze erstmal ordnen muss. Das ist ja ganz natürlich, ganz normal. Aber trotzdem hat man die Stärke, ne? Folge dem Weg deiner Seele, was deine Seele will, ne? Meine liebe Waage, danke fürs Zusehen und hab einen wunderschönen Juni. Ich hoffe, bis bald. Mach's gut. Tschüss.